Ein neuer Test-Talk von Motorrad Online und ich habe mir heute unsere Offroad-Queen, die Mona Pekarek, dazu geholt, denn hallo Mona. Hi. Hi. Du hast ein großartiges Erlebnis gehabt, einen sehr intensiven Test mit der Yamaha Tenere 700 World Raid. Yes. Ich droppe kurz, du bist eine Rallye in Marokko gefahren und jetzt gehört das Feld dir. Was war denn das genau? Genau, also es ist ein bisschen anders, als zu sagen, wir sind eine Rallye gefahren. Das Ganze geht von Yamaha aus, es nennt sich Tenere Spirit Experience und es ist sozusagen ein Kundenprogramm. Also wir haben es jetzt exklusiv getestet, das war die allererste Ausgabe davon sozusagen. Und später können das Tenere-Fahrer und Fahrerinnen buchen und dann eben mit dem Team, also das ist quasi das ehemalige Dakar-Team, Yamaha hat sich ja aus der Dakar zurückgezogen, um unter anderem zum Beispiel sowas wie das zu machen. Und diese Rallye-Welt so ein bisschen für Normalos wie uns zu öffnen. Und der Clou dabei ist eben, dass wir nicht auf Rallye-Motorrädern fahren, sondern auf der Tenere. Und das Ganze eben, ja, für mich war es auch ein Test von dem Motorrad, deswegen sitzen wir ja auch hier. Aber natürlich auch eine mega Herausforderung und ein mega Erlebnis. Also wir sind da die Marokko Desert Challenge gefahren. Das ist quasi eine Wüstenrallye, 8 Etappen, quer durch Marokko einmal durch. Und das Spezielle daran, dass wir auch überhaupt mit den Tenderes mitfahren konnten, muss man sagen, ist die neue Raid-Kategorie. Das heißt, wir sind zum Beispiel ohne Zeitwertung gefahren. Die Routen waren teilweise sehr anders, teilweise auch gleich mal. Wir hatten kein Papierroadbook, sondern so ein Trippy heißt es. Das ist quasi mit Roadbook-Zeichen, aber ein bisschen einfacher. Und genau, kann man auch mal Kaffee trinken gehen, so ein bisschen touristischer, aber natürlich trotzdem mittendrin in der Rallye und auch mittendrin im Biwak da geschlafen. Und also schon ein ziemlich besonderes Erlebnis mit auch einem ziemlich besonderen Motorrad, muss ich sagen. Auf das können wir dann gleich mal kommen. Die World Raid ist, glaube ich, letztes Jahr vorgestellt worden. Ordnen Sie mal ganz kurz ein im Kontext zur normalen Tenere 700. Was hat sie mehr? Was macht sie zur World Raid? Genau, also sie ist schon tatsächlich darauf ausgelegt, dass sie wirklich mehr und länger ins Gelände geht. Das wurde auch mit Paul Tarris zum Beispiel, der auch bei uns dabei war, aber das nur am Rande zusammen getestet, auch zufälligerweise in Marokko. Das heißt, wir haben mehr Tankvolumen, wir haben ein anderes Fahrwerk, was auch später noch wichtig wird, können wir nochmal drauf zu sprechen kommen. Das heißt, mehr Federweg. Und zum Beispiel andere Fußrasten, andere Sitzbank. Genau, ich glaube auch bestimmt eine andere Erstbereifung. Wir hatten eh andere Reifen drauf. Ja, achso, andere Luftfilterkasten zum Beispiel, weil es auf dem Gelände einfach staubiger wird. Also zum schnelleren Saubermachen dann. Genau, und auch zum mehr Staub abfangen. Mhm. Und genau, anderes Cockpit so ein bisschen. Ja, also einfach mehr Gelände und längere Distanzen im Gelände. Und hat es funktioniert? Was für Untergründe seid ihr da gefahren? Also wir sind viel Sand gefahren, kann man sich in der Wüste gut vorstellen. Auch unterschiedlichen Sand, das habe ich auch da erst gelernt, dass es nicht nur Sand gibt, sondern es gibt auch Sand und Sand und Sand. Sand und Sand? Genau, Geröll, Schotter, Wasserdurchfahrten, auch Straße natürlich. Mhm. Also eigentlich alles, was man sich so vorstellen kann, bis auf Waldboden. Was ist denn Sand und Sand? Was waren denn die Unterschiede? Wie hat er denn geschmeckt? Genau, der allererste Sand, den wir eigentlich hatten, war so der Strandsand. Das ist so der typische Sand, den wir vielleicht auch vom Urlaub mal kennen, der mal so ein bisschen gröber und mal hier mal nass, mal trocken ist. Der ist so ein bisschen träger und ja, also an nassen Stellen hart, an den weichen Stellen weich. Dann gibt es den Dünensand und auch die Dünen sind sehr unterschiedlich. Also manche, da muss man so ein bisschen versuchen, die langsam lesen zu lernen, sind ein bisschen härter. Manchmal sind sie auch nur an einer Stelle härter. Und dann gibt es zum Beispiel, was wir am Prolog am ersten Tag gleich erleben durften, den Sand, der entsteht, wenn 300 Rallye-Fahrzeuge vor dir diese Spur gefahren sind und dann einfach du in so einem flauschigen Bett, ja, in zwei flauschigen Spuren dahin gleitest. Okay. Also das war dann wirklich gut, in diesen Spuren zu fahren. Das war jetzt nicht irgendwie, dass das wie bei Schnee, der dann so mega komprimiert ist und dann eigentlich schlimmer ist als Schnee. Das war anders. Also in Spuren war es eigentlich eben nicht mehr komprimiert, dadurch, dass da auch LKWs durchgefahren sind und so. Und teilweise ist es gut, wenn du da drin so surfst und die Spur quasi begleiten kannst. Aber man kann auch zum Beispiel nebendran fahren. Das ist ja beim Rallye-Fahren, da hast du ja eigentlich eine
beliebig breite Spur, solange du die Richtung verfolgst. Wo es dann wieder hart ist, da sind dann aber auch Dinge im Weg. Und da muss man halt immer so ein bisschen abwägen. Genau, und dann gibt es auch noch dieses Fesch-Fesch, nennt man das in Rallye-Sprache. Fesch-Fesch. Jetzt kannst du mal raten, was es ist. So ein Mischmasch? So der Übergang zwischen Sand und Schotter, Kies, Geröll, nein. So eine. Nein? Das war fies. Nee, ich habe es auch noch nie gehört vorher. Aber es ist quasi feiner Staub, ja. der massiv viel ist. Ja. Sodass es quasi Sand aus Staub ist. Und das ist auch nochmal eine ganz andere. Also so Puderzuckerartiger. Genau, Puder okay. Eigentlich. Ja. Ja. Sowas gibt es auch. Okay. Krass. Wieder was gelernt. Und die World Raid? Wie hat sie sich geschlagen? Du hattest vorhin erwähnt, ihr hattet nicht die Standardbereifung drauf, sondern was war drauf? Und ganz wichtig ist ja im Sand und auf diesen Rallyes, was seid ihr für Luftdrücke gefahren? Um mal Deep Dive zu machen. Genau, wir sind den Michelin Desert Race gefahren. Das heißt, es ist eigentlich wirklich der echte Rallye-Reifen. Der Dakar-Reifen, ja. Genau, der sowohl aber auf Asphalt noch funktioniert, weil auch bei Dakar wird auf der Straße gefahren, nicht wenig. Und wir sind, um die Frage vorwegzunehmen, keine Schläuche, sondern Mousse gefahren. Mhm. Das ist im Gelände, auch wer Enduro fährt, weiß es eigentlich, kommt man da nicht drum rum. Einfach weil du dir im Rennen zeitlich nicht leisten kannst, Schläuche zu flicken oder zu tauschen. Habt ihr noch Luft drauf getan oder seid ihr den reinen Mousse-Druck gefahren? Genau, das geht dann gar nicht. Okay. Es gibt dieses Mischmasch, Mousse und Minischlauch, aber da passt nur das Mousse rein. Okay, war nur der Schaumstoff drin. Genau. Okay. Und das ist auch ein spezielles Rallye-Mousse. Und da hatte ich anfangs, weil wir sind, glaube ich, am ersten Tag erstmal ein bisschen Straße gefahren zum Start quasi. Und da merkst du natürlich extrem, also ich kenne das so ein bisschen auch vom Enduro-Fahren, aber damit bin ich selten auf der Straße. Dieses Schwimmen so ein bisschen, ne? Also nicht nur durch die Stollen, sondern auch durch das weiche Mousse eben. Aber wenn man das weiß und dementsprechend vorsichtig fährt, ist es gar kein Problem. Und genau, was war da noch die Frage? Wir nutzen die Chance, wer es jetzt nicht weiß, was jetzt ein Mousse ist. Das ist, müsst ihr euch vorstellen, das ist anstatt des Schlauchs in die Felge reingelegt. Das ist ein Schaum. So ein Schaumstoffring. Und dann wird der Reifen draufgezogen. Dann kommt bei diesem, den ihr jetzt gefahren seid, kommt keine weitere Luft hinzu. Das heißt, der Reifenfülldruck ist im Prinzip die Mischung aus Seitenwandstärke und das, was der Mousse dann aufgibt. Und der Vorteil ist, wenn du dir was reinfährst, dann, wo keine Luft drin ist, da kann keiner raus. Du kannst einfach weiterfahren. Das ist im Prinzip ein Pannenschutz, nichts anderes. Ja, genau. Und das ist, also da muss ich sagen, also Mousse-Fahren generell ist mega gut beim Enduro-Fahren, weil du einfach, klar, du entscheidest dich halt vorher für einen Luftdruck sozusagen. Das war, ich würde sagen, was Medium-mäßiges, weil du schon auch deutlich gespürt hast, dass er nachgibt, also im Gelände wirklich gut. Und auch die Reifen war ich mega überrascht, dass es so gut funktioniert im Gelände. Und auch auf der Straße, also wir hatten, wie gesagt, wenn du einmal das raus hattest, keine Probleme, klar, Schräglage vermeiden, wenn es geht, aber das weiß man dann auch. Aber der hat auch echt 8 Tage sind wir den gleichen Reifen gefahren. Na gut. Die Rennfahrer machen das natürlich nicht. Die wechseln einmal am Tag. Genau. Und ja, genau, Poltaris und Rodney Fagotor waren da auch dabei und sind übrigens mit der Tenere, mit der Werkstenere im echten Rennen gefahren. Also Poltaris ist Dritter geworden, was schon beeindruckend ist. Also eben jetzt in seiner Wertung oder in der Gesamtwertung mit den normalen 450ern, Viertaktern. Das ist schon stark. Es ist halt es. Also ich liebe Wahnsinn. Ihn und hasse ihn, diesen Wahnsinn. Mann. Aber lieben und hassen die Tenere World Raid. Wie hat die sich geschlagen und wie hat dieser... Am Ende des Tages ist es ja ein Mittelklasse-Landstraßenmotor, der zwar überall seine Sporen schon irgendwie verdient hat, aber jetzt in diesem sehr extremen Setting, Steingeröll, Wüste, heiß, Schlamm, Matsch, alles furchtbar. Sehr heiß, ja. also du musst mich bremsen, wenn ich zu weit aushole oder so, weil hol aus. In 8 Tagen haben wir wirklich sehr viel mit dem Motorrad erlebt und man ist am Ende auch so ein bisschen auf dem Motorrad zu Hause. Das klingt jetzt so ein bisschen kitschig. Aber das ist so, weil du schläfst im Zelt, wachst auf und fährst und dann ist die Tenere dein Tag. So, und genau, ich muss sagen, davor, ich hatte echt ein bisschen, ich würde es jetzt nicht Angst nennen, aber ich war extrem aufgeregt, auch wegen des Motorrads, weil ich mit der noch nie im Gelände und schon gar nicht in so einem Gelände war, im Sand. Und sie wiegt 220 Kilo vollgetankt, die World Raid, das sind 15 Kilo mehr als die Standard-Tenere.
Und auch die Zahl war so ein bisschen, wo ich dachte, okay, wenn sie liegt, was passieren wird, wird schwierig. vorweggenommen, allein aufheben war vor allem im Sand unmöglich, muss ich zugeben. Jetzt, jetzt nicht die Frage verstehen, für dich oder für alle? Ah, also ein sehr großer, sehr starker Mann schafft es. Okay. Aber, auch mit, aber jetzt auch nicht mit der üblichen Technik, aber im Rücken zuerst und so ein Kram. Genau, also wirklich, wir sind eigentlich, sobald wir zu zweit waren, haben wir die immer zu zweit aufgehoben. Mhm. Wir sind nicht ständig gestürzt, aber es kam vor. Ja. Einfach, weil du auch dazu genommen bis zu 52 Grad Lufttemperatur, da hebt man das dann nicht so oft das auf. Geht nicht so. Aber jetzt im Kontext, die 220 Kilo, um die nochmal einzuordnen, normal, du bist jetzt letztes Jahr auch die Scottish Six Days quasi gefahren mit deiner eigenen Maschine. Ja, mit dem Trail-Motorrad. Die hat, ja gut, die wiegt ja dann irgendwie mal entspannte 180 Kilo weniger so die ungefähr. Wiegt 70 Kilo, ja. 70 Kilo, ja, okay. Also dann schon ein Unterschied. Und jetzt, ist, ich habe es kurz anmoderiert, dieser Landstraßenmotor. Ja. Kennen wir, 71 oder 73 PS. Direkt in die Wüste. Ja, es ist wirklich erstaunlich. Also wie gesagt, wir sind auch auf der Straße losgefahren. Da natürlich alles gewohnt. Mhm. Funktioniert mega gut. Und dann im Gelände muss ich sagen, ich hätte das nicht erwartet, dass die so gut performt im Gelände und dass du sie auch so, weil man denkt ja, okay, schon viel Leistung im Vergleich zu den Sportenduros zum Beispiel, die wir sonst fahren. Aber das ist nicht so, dass die dich überfordert. Du kannst sie mega gut dosieren. Du kannst in hohen Gängen auch mit niedrigen Drehzahlen rumrollen, wenn es dir, wenn es eine brenzlige Situation gibt, oh, Rollsteine oder was. Die geht dir nie aus, du kannst auch viel ohne Kupplung fahren, nicht aggressiv und doch, wenn es dann mal nötig ist und du echt die Power brauchst, ist man auch froh, sie zu haben. Und klar, ich meine, das Gewicht fordert natürlich auch eine gewisse Leistung, das ist ja auch klar. Aber also wirklich positiv überrascht und wie gesagt, auf vielen verschiedenen Untergründen, gerade im Sand, wenn du es mal raus hast, den Sand zu fahren, es ist mega geil, da einfach lang zu ballern, dich nach hinten zu lehnen und das Motorrad sucht sich seinen Weg. Also ist das die Taktik? Gas, Gas, Gas? Ja, so ähnlich. Also es ist wirklich im Sandfahren, wer es noch nie gemacht hat, auf jeden Fall ausprobieren, weil es ist einmalig, vor allem wenn man so diesen Wüstensand erfährt zum ersten Mal. Und ja, auf jeden Fall Gas geben. Erster Gang existiert nicht, zweiter oder eigentlich immer dritter Gang. Mhm. Dann habe ich so gemacht, zum Beispiel normal fahre ich immer mit Finger am Hebel, einfach, um schnell zu reagieren. Aber da, wenn du bremst, da legst du dich so auf die Nase. Kupplung auch eigentlich nicht nötig. Das heißt, du kannst eigentlich so beide Hände fest am Lenker einfach Gas geben und niemals vom Gas gehen. Sodass das Vorderrad quasi immer entlastet ist. Ne? Sobald das einsinkt, immer so macht ein bisschen, okay. Ja. Und dann genau nach hinten lehnen ist auch, wenn du extrem schnell zum Beispiel am Strand fährst, man sieht es ja auch bei diesen Strandrennen, wie sie wirklich alle richtig, richtig hinhängen. Das musst du beim normalen Sandfahren nicht so extrem machen. Man denkt zum Beispiel, die Teneré World Raid hat ja 23 Liter vorne, was auch dementsprechend Gewicht ist. Ja, auf dem Lenkkopf. Da genau, wo ich aber sagen muss, wir haben das auch mit der Balance vom, durchs Federwerk, Fahrwerk, ein bisschen optimiert, sage ich mal. Wir haben sie bei mir hinten eh tiefer gelegt, was mega gut war. Ich bin jetzt ja nicht so groß, dass man am Sitzen nicht sieht, aber... Genau, und vorne aber trotzdem wieder die Gabel trotzdem ganz rausgeholt. Ganz raus, also, damit sie eben stark nach hinten getrimmt ist. Genau, und das hat wirklich gut funktioniert. Ich hatte nie das Gefühl, dass sie mir vorne unnatürlich viel einsinkt. Und genau, wenn man immer schön Zug auf der Kette hat, dann geht das. Intensivste positive Erinnerung an die Teneré World Raid im Setting Marokko Desert Race? Also ich glaube, also es gab so viele, es wahnsinnig, ich kriege immer Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Schön. So viele positive Erlebnisse und auch das ganze Ding war Wahnsinn. Ich glaube, wo wir alle so ein bisschen, ich war übrigens auch mit Headset, mit Jens Cook verbunden und konnten uns da so ein bisschen ins Ohr jubeln gegenseitig, wo wir einmal, ich glaube, es war, lass mich lügen, Tag 4, ist auch egal, hieß es, ja, heute gibt's so einen ausgetrockneten See und wir dachten schon, na gut, See, was soll das sein? Steine vielleicht auch, Kiessteine. Und dann war das eine unendliche Weite. Also du hast nichts gesehen, außer nichts sozusagen. Und wir da wirklich zu viert sind wir gefahren in der Kategorie, sind wir zu viert, vier parallele Tenerés da den Salzsee lang geballert.
dann sind wir auch mal über 100 gefahren, dann lernst du so langsam Vertrauen, da ist auch nichts im Weg in diesem See. Also keine Steine oder genau. einfach platt. Und dann, also das Gefühl ist wirklich Wahnsinn und das mit diesem Motorrad, weil es einfach, also du strengst das Motorrad noch nicht mal an mit dieser Geschwindigkeit und diese unendliche Weite und Geschwindigkeit und nichts einfach in der Wüste, das war Wahnsinn. Gab es einen Angst-Pipi-Moment? Oh, da gab es viele. Wo war die Hose richtig nass? Ja, es ist so ein bisschen das Ding. Wir hatten jetzt zum Beispiel, wir haben auch den Lenkungsdämpfer an der World Race, habe ich glaube ich vorhin nicht erwähnt. Das ist mega entscheidend im Gelände. Also gerade das habe ich echt zu schätzen gelernt, wenn du doch mal recht schnell einen Stein erwischt, was echt oft vorkommt in der Wüste. Dann schlug der echt viel weg und du stürzt auch einfach nicht, wenn du einen Stein triffst. Man denkt es immer, oh Gott, Steinsturz. Aber also normal macht's ja dann, kriegst du halt einen heftigen Impuls. Genau, du kriegst einen Schlag und dann musst du halt natürlich festhalten. Was wollte ich eigentlich sagen? Ah, genau, Angstmoment. Angstpipi-Moment, ja. Das war eher so das, wo es langsam wurde und dann wirklich extrem steinig, extrem zerbombt. Gerade an so Tagen, wo die Autos vor uns gefahren sind, waren die Spuren einfach teilweise richtig tief und zerstört und steinig. Und da, wenn du dann zum Beispiel in so einer Spurrinne drin bist und du siehst, oh fuck, da wird es richtig felsig. Ich komme aber auch aus der Rinne nicht mehr raus, weil da bin ich jetzt eben drin. Und dann spürst du auch das Gewicht mehr, wenn du langsam bist. Und es dann rum zu manövrieren, da musst du schon richtig deinen Körper richtig einsetzen. Okay. Gut, du bist Trailfahrerin, das war jetzt für dich wahrscheinlich eine etwas leichtere Übung. Genau, aber gerade da ich immer weiß, ich kann zum Beispiel nicht dieses Paddeln machen, weil ich einfach nicht auf den Boden komme, sitzen und mitlaufen. Ach so, okay. Sieht man gelegentlich bei größeren Menschen. Das kann ich nicht, weil ich nicht runterkomme. Und da weiß ich natürlich immer, okay, wenn ich kippe, dann falle ich. Aber also auch da ganz oft, fuck, okay. So war ganz oft mein Wortlaut, auch wirklich in meinen Helm alleine in der Wüste hineingesprochen. Aber es gab keinen krassen Sturz. Keine Verletzten, keine Schäden. Genau. Und die Kiste hat auch durchgehalten, oder? Bitte? Die Kiste hat auch durchgehalten, oder? Ja, also auch da muss ich sagen, habe ich auch danach zu denen, da waren Mechaniker auch da, vier Stück, was auch Wahnsinn ist, dieses Werksfahrergefühl. Den Support, ne? Das hat man als normaler Mensch einfach nicht in seinem Leben. Kommst da an, Motorrad wird genommen, sauber gemacht, gecheckt, alles. Und wir haben natürlich Plastikteile, wenn du mal umfällst. Ja, gut. Aber jetzt nichts, kein Ausfall, nichts Gravierendes, wo. Genau, nee, also wirklich nichts. Ich meine, die Karren waren nahezu neu, also danach jetzt nicht mehr. Danach nicht mehr. Aber da war echt nichts. Und auch, ne, wir hatten wirklich 52 Grad, war so das, was wir an Spitze erfahren haben. Vielleicht war es in den Dünen sogar noch mehr. Hat sich das auch so angefühlt oder hat sich es kühler oder hat sich es einfach noch viel heftiger angefühlt? Ich hatte keinen Vergleich zu dieser Temperatur vorher und es ist, sobald du stehst, du darfst einfach nicht anhalten. Ja. Es ist, auch wenn du fährst, es ist wie ein Ofen, wie so eine Heißluftfritteuse, fühlt man sich. Und auch da, genau, nämlich bei der World Rally ist das Windschild auch, glaube ich, ein bisschen höher. Ist der Fall, dass wenn man im Sitzen fährt, man nicht so viel Fahrtwind abbekommt. Das heißt, auch in den einfachen Passagen, wo man sich vielleicht mal kurz ausruhen könnte, im Sitzen stehst du eigentlich, um Wind abzubekommen. Um den Wind abzubekommen, okay. Also, dass du 52 Grad heißen Wind abbekommst, anstatt 72 Grad heißen Wind von unten. Genau. Aber ich meine, ja, also auch das hat das Motorrad gut weggesteckt, wo ich schon dachte, ich weiß nicht, auf wie viel die ausgelegt sind. Ganz ehrlich, gibt es da Grenzen? Vermutlich ja. Und dann, wenn du kannst auch nicht im Schatten parken, also du stellst sie halt hin und dann ballert die Sonne darauf. Ist ja auch kein Schatten, wo kein Baum, da kein Schatten. Und aber auch Problem ist angesprungen, Wahnsinn. Auch nach Sturz und so. Genau, nö, auch da nichts. Was so ein bisschen nervig ist, ich glaube, es ist auch bekannt unter Offroad-fahrenden Tenere-Fahrern, ist das Daumenrad. Das hat, glaube ich, nur die World Rate, wo man das Menü durchrollt. Und wenn da dann Sand reinkommt. Ach so, in der Armatur dieses kleine, was ja genau, die MT10, glaube ich, auch hat. Am und so. Griff. Ja, genau. Wenn da der Sand reinkommt, dann da muss ich sagen. Wahrscheinlich schnell Asche. Ne? Ist schwierig, dann das ABS wieder auszuschalten. was wir genau im Gelände haben wir immer alle ganz ausgemacht. Und das muss man nach jedem Neustart quasi ausschalten. Genau. Ja. Abschließend, weil das war ja jetzt schon recht intensiv von den Informationen her. Warum würdest du eine Yamaha Tenere 700 World Rate kaufen? Also, hätte ich
das Budget dafür. Was nein, ja nicht Spaß. Wenig ist. Genau, also wir haben vorher nachgeguckt, es sind rund 2.000 Euro, die World Red mehr kostet als die Standard-Teneré. Es gibt ja aber mittlerweile ja, glaube ich, 5 verschiedene Tenerés. Also da kamen auch jüngst 2 dazu. Explorer und was auch immer. Da kann man sich eigentlich so seinen Mix zusammenstellen. Aber wirklich das große Plus ist für mich nicht der Tank, weil wir sind zum Beispiel, da gibt es Tankstops, da gibt es Tankstellen. Da kommt man klar. Also jetzt bei der Geisterfahrung, bei der Spirit Experience. Genau, aber auch auf der Rallye gibt es Tankstops und auch in jedem Land gibt es Tankstellen. Aber das Fahrwerk, also da muss ich sagen, da lohnt es sich wirklich, Geld zu investieren, weil auch das Worldwide-Fahrwerk, wenn man es schnell fährt, an seine Grenzen kommt und die muss man erstmal ausloten. Und dann kann man damit umgehen. Klar, du weißt, das Roadbook zeigt dir ja an, Achtung Loch, Achtung Sprung, Achtung Ach so, detailliert Absatz. Sind die tatsächlich. Ja, genau. Und dann gibt es auch Ausrufezeichen 1, 2, 3. Bei 3 wirklich bremsen, weil wenn du da reinrauschst, dann geht es über den Lenker oder so. Und wenn du das beherrschst, das lesen kannst und dann auch das Motorrad kennst, was normale Fahrer dann auch tun, nicht so wie wir, die da raufspringen und losfahren. Genau, funktioniert das mit dem Fahrwerk. Aber wie gesagt, es ist keine Sportenduro. Du kannst keine meterweiten Sprünge machen, weil dann schlägt es einfach durch. Und genau. Also du würdest sie kaufen wegen des guten Offroad-Fahrwerks? Wegen des besseren Offroad-Fahrwerks im Vergleich zur Standard-Teneré. Ja. Da gibt es noch bessere, die auch angeboten werden, die man sich zulegen kann. Aber für ein Ding, was so aus dem Werk kommt, taucht es jetzt erstmal, um auch mal so eine, ja jetzt nicht nur Schotter zu fahren, sondern auch mal so wirklich da in den Amateursport reinzugehen, ohne jetzt gleich nochmal 3.000 Euro für eine Gabel investieren zu müssen. Auf jeden Fall, weil man muss auch sagen, um, sag ich mal, Airtime mit diesem schweren Gerät hinzubekommen, muss man auch wirklich schnell fahren. Ja. Und dafür braucht man einfach Erfahrung, um das Gelände richtig einzuschätzen, um weit genug vorauszugucken, was danach kommt und so weiter. Man steht auf der World Red, würde ich sagen, auch gut, die hat andere Fußrasten, die kann man tauschen, theoretisch ist es ein bisschen breiter, was wichtig ist, weil auch das Motorrad recht breit ist, das muss man wissen, durch den Tank breiter, genau. Der Schwerpunkt soll ein bisschen tiefer liegen als bei der Standard-Teneré, das kann ich jetzt im direkten Vergleich nicht sagen, wir sind die nicht im direkten Vergleich gefahren. Ich kann es mir aber vorstellen, weil ich glaube, also wir sind... Doch eine normale war dabei, die hatte aber den größeren Tank noch. Und da ist es schon so, dass du dich eher so stelzenmäßig Gewicht oben fühlst. Die war auch höher noch. Genau. Warum würdest du sie nicht kaufen? Puh. Also, ich glaube, ich habe nicht genug Geld auf dem Konto. Okay, gut, aber nehmen wir mal an, du stündest jetzt vor der Wahl, Mona Pekarik, du fängst jetzt an, Rallye zu fahren und dann sagst du, nein, ich nehme die World Raid nicht, weil? Also für mich ist es so, wenn ich Motorrad fahren gehe, ins Gelände zum Beispiel, dann fahre ich nicht auf Achse dahin. Dann, das ist einfach mein Ding schon immer gewesen, ich lade meine Enduro ein, ich fahre irgendwo hin und fahre da im Gelände. Aber wenn man das so möchte, und das kann die Teneré eben extrem gut, sie kann beides halt. Du kannst auf der Straße hintouren und rumtouren und dann direkt ins Gelände reinfahren. Und das, wenn man das mag, ich meine, ja. Okay, die Frage machen wir nochmal. Warum würdest du die Voltwelt nicht kaufen? Wieso, das war doch die Antwort. Du hast geantwortet. Nee, du hast keine Antwort gegeben. Was ist denn die Antwort? Weil du sie eigentlich so nicht bräuchtest von ihrem Angebot her? Ach so, ja, okay. Verstehst du? Ja, ich habe zu weit ausgeholt. Okay, ja, okay. Frag mich nochmal. Okay. Fragen wir mal in die andere Richtung. Warum würdest du denn die Teneré 700 World Raid zum Offroad-Fahren nicht kaufen? Also für mich muss ich sagen, vielleicht ist es einfach theoretisch ein bisschen zu viel von allem vielleicht. Also klar, viel Gewicht, da könnte ich echt auf viel verzichten, da würde ich auch auf Tankvolumen verzichten, würde ich auch auf Leistung verzichten dafür, muss ich sagen. Und dieses, ich kann super Touren fahren und kann auch gut Offroad fahren damit. Der Tourenaspekt, den brauche ich ein bisschen weniger, muss ich sagen. Du brauchst mehr Sport und Enduro. Genau, ich würde eher noch mehr in die sportliche Richtung gehen und weniger in die Tourenrichtung, weil wir sind, wie gesagt, auch viel Straße gefahren und da ist das einfach... Das ist bequem, du hast Windschutz,
du hast keine Cruise Control, was manchmal ganz nett gewesen wäre auf langen, langweiligen Etappen. Aber genau, ich glaube, für mich wäre es theoretisch zu viel von allem. Und dann natürlich auch zu viel Preis. Dann dafür, dass du es nicht nutzt. Genau, ja. Und eben dann vielleicht nicht spitz genug in die Offroad-Richtung. Mhm. Aber ich glaube, das ist Yamaha natürlich auch bewusst. Das ist ja, aber kein dafür, Sportmotorrad. Da kaufst du dir dann halt eine 450er oder 250er. Genau, und es spricht auch nichts dagegen, zwei Motorräder zu haben. Nee, der Trend geht ja zum siebten Motorrad. Ja, auf jeden Fall. Mona, ich danke dir. Ich glaube, das war mehr. Also es klang schon sehr so, dass du schon ab jetzt, glaube ich, jede Marokko Desert Race Spirit Experience mitnehmen würdest, die dir angeboten wird. Auf jeden Fall. Also das, wer die Chance dazu hat, sowas zu machen, sage ich auch nochmal in die Kamera. Buchen. Nicht buchen, ich möchte keine Werbung machen, aber so eine Rallye oder so ein Erlebnis zu machen, ist wirklich einmalig. Auch das Feeling, die Fahrer, wen man da trifft, ist echt Wahnsinn. Genau, eine Sache wollte ich noch sagen, die ganze Reportage, da geht es vielleicht weniger ums Motorrad, sondern mehr um das Erlebnis, gibt es auch im Motorrad-Print-Magazin. Mit Bildern. Genau, mit Bildern, Ausgabe 13, 10 Seiten. Schöne große Bilder auch, um die große Wüste darzustellen. Und da genau sind nochmal alle Erlebnisse im Detail beschrieben. Tipptopp. Mona, danke dir für die intensiven Erlebnisse und auch die Berichterstattung über die Yamaha Tenere 700 World Raid. Ich glaube, es ist alles gesagt. Ich hoffe. Ja, auf jeden Fall. Den Rest blenden wir ein. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit einem neuen Test-Talk von motorradonline.de. Au revoir.